Während den nächsten 60 Sekunden werde ich dir die drei häufigsten Fehler aufzeigen, die Deutschsprachen machen, wenn sie Englisch hören. Erstens, I go to the shop. Dies ist falsch, wenn du über eine Aktion in der Zukunft sprichst. Wenn wir über die Zukunft sprechen, verwenden wir going to oder will. Zum Beispiel, I'll go to the shops. Zweitens, die Zeit kommt am Ende des Satzes. Anders als in der deutschen Sprache, klingt es komisch, wenn die Zeit am Anfang oder in der Mitte des Satzes steht. Zum Beispiel, I'll go to the shop tomorrow und nicht tomorrow I'll go to the shop. Drittens, wir verwenden das Present Continuous nicht immer und überall. Zum Beispiel, I am working every Monday. Ist nicht gut. Wir brauchen es nur, wenn wir etwas beschreiben, das gerade jetzt passiert. I am teaching you English.